Man darf dann als Kind in den Zoo sich eine Meinung bilden, man soll aber bitte warten, bis man alt genug ist, diese Meinung auch äußern zu wollen. Das wäre der Idealfall in Deutschland. Achso, ja, also ich habe drüber nachgedacht über Haustiere. Das ist natürlich immer so ein Ding, ist halt auch wieder viel Verantwortung und so. Und selbst wenn ich jetzt umziehe und ein Haustier haben könnte, weiß ich halt nicht, ob ich das haben wollen würde und so. Weiß ich nicht. Müsste ich mir Gedanken drüber machen, wenn es wirklich ein Thema wäre. Ich glaube, im Moment ist natürlich für mich auch immer schwierig, weil durch Corona einfach ja auch mein Lebensstil gerade anders ist, als er davor war. Davor bin ich ja häufiger dann auch mal verreist und so. Und jetzt ist das natürlich auch so ein bisschen anders geworden, dass ich eben nicht mehr ständig unterwegs bin, sondern einfach auch extrem viel an einem Ort war. Das heißt, ich kann gerade gar nicht so richtig einordnen, ob mein Leben, so wie es jetzt gerade ist, in einem Jahr auch noch so ist. Das mit einem Makaken als Haustier, schlecht wäre das. Ich finde exotische Haustiere ja auch nicht so gut. Ich weiß, da gibt es auch oft Leute, die da auch nicht so, die das nicht so gut finden, wenn man das so ausspricht. Aber ich finde halt, Exoten gehören nicht ins Wohnzimmer oder in private Häuser. Da kann man eben auch verschiedener Meinung sein. Aber ich finde nicht, dass das sein muss. Sehe den Mehrwert auch nur so ganz bedingt. Gibt es überhaupt Haustiere, die man artgerecht in der Wohnung halten kann? Weiß ich nicht, damit kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Keine Ahnung. Also dafür kann ich jetzt keine allgemeine Aussage zu treffen, welche Tiere wie artgerecht gehalten werden können, glaube ich. Also domestizierte Tiere ist es ja oft noch so ein bisschen was anderes, weil man natürlich nicht mehr so ganz so leicht sagen kann, was ist eigentlich der Anspruch, den die so haben. Hunde? Naja, Hunde dürfen aber ja auch raus, ne? Was denkst du über Zoos? Boah, da machen wir mal einen Riesenfass auf, ne? Zoo ist auf immer schwierig. Ich habe da neulich auch wieder drüber nachgedacht und eine Doku drüber geguckt und so. Für mich gibt es so auf der einen Seite das beste Argument, das ich immer für Zoos höre, ist Bewusstsein für andere Lebewesen schaffen. Früh an Kindertagen ansetzen und Faszination schaffen, informieren über Tiere, informieren darüber, welche Lebensräume diese Tiere haben, dass die geschützt werden müssen. Und das finde ich an sich kein schlechtes Argument. So. Also, ich war als Kind im Zoo und ich glaube, dass es bei mir schon meine Perspektive darauf geändert hat, wie ein Löwe aussieht, wie ein Löwe irgendwie leben muss und so. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob ich auch nicht auch ohne Zoo über Naturdokus oder so das genauso verstanden hätte. Das vermag ich einfach nicht zu beurteilen. Dann Artenschutz ist ja oft ein Argument, dass es eben Tiere gibt, deren Lebensräume einfach von Menschen oder auch natürlicherweise zerstört wurden oder nicht mehr existieren. Und dass diese Tiere dann eben in Zoos gehalten werden, um sie überhaupt zu erhalten oder um die Zucht zu stabilisieren. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptdinger, ne? Artenschutz ist halt nur bedingt ein Ding, denn viele Zootiere sind nicht bedroht. Naja, du kannst ja auch eine Art schützen, die nicht bedroht ist, ne? Also, auch wenn, keine Ahnung, Zebras jetzt nicht bedroht sind, nehme ich jetzt als Beispiel, ich weiß, also wahrscheinlich so gut wie alles ist bedroht. Also, wenn Zebras jetzt nicht bedroht wären, ist natürlich trotzdem vielleicht ganz schön, ein Zebra zu zeigen, zu erklären, wie ein Zebra lebt und so und sagen, hier, guck mal, das ist ein Zebra, ist das nicht ein faszinierendes Lebewesen? Wenn du mal groß bist, möchtest du nicht dazu beitragen, dass dieses Lebewesen geschützt wird. Absurd finde ich dann natürlich, dass wenn junge Menschen sich für Naturschutz interessieren oder für Klimaschutz, dass man dann ja sowieso sagt, dass sie ja nur junge Menschen sind. Also man darf dann als Kind in den Zoo sich eine Meinung bilden, man soll aber bitte warten, bis man alt genug ist, diese Meinung auch äußern zu wollen. Das wäre der Idealfall in Deutschland. Ja, also ich glaube, das ist so ein Ding, das ich glaube, was natürlich gegen Zoos spricht, ist, das sind exotische Tiere, die wir für den Zweck der zur Schaustellung an ihnen artfremden Orten einfangen, um sie dann in Käfige zu sperren und sie uns anzuschauen. So. Und das kann man aus gutem Grund kritisieren. Ich glaube, viele Zoos sind zum Glück in einem Wandel und machen ganz viel in Sachen artgerechtere Haltung, bauen ganz viel ihre Gehege um und so, sind weg von, wir sperren Tiere in einen Käfig, in dem sie einfach wirklich nur im Käfig sitzen. Aber ich glaube, ich bin nicht weit genug in dem Thema drin, um da wirklich eine differenzierte Meinung mir bilden zu können. Mein erster Impuls wäre oft zu sagen, ich finde nicht, dass wir Löwen verschiffen müssen nach Europa, so. Wenn wir die schützen wollen, dann sollte man das vielleicht da tun, wo die leben. Aber es kann natürlich sein, dass das nicht mehr so stattfindet, wenn es Zoos nicht gäbe. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt einfach nicht sicher. Sind die Tiere nicht meist gezüchtet, anstatt dass Wildfänge sind? Es gibt beides noch, aber ja, natürlich sind die Zuchtprogramme größer und aktiver geworden. Man darf sich aber eben auch nicht die Illusion machen. Es gab damals ja diesen riesen Aufschrei, als in Dänemark, glaube ich, war das, ne, wo dieser eine Zoo eben klar gesagt hat, ey, in welcher Illusionswelt leben wir alle? Männliche Löwen möchten einfach wenig Leute haben, die töten wir halt irgendwann. Die sind dann so und so alt und dann werden die halt eingeschläfert. Weil wir keinen Platz für die haben, niemand möchte die haben und wir können die dann nicht. Und das ist Teil der Zucht von exotischen Tieren, so wie das Teil fast jeder Tierzucht ist, dass es
so hart das jetzt mal klingt, Ausschluss gibt. Und das ist nicht schön und das spricht keiner gerne so aus, aber das ist, glaube ich, was, ich fand das persönlich damals gut, dass der Zoo das ehrlich gesagt hat und gesagt hat, ey, das passiert. So, wenn ihr mit in diesen Zoo geht, ist das Teil des Erlebnisses. Oder wie die Giraffe verfüttert wurde, Riesenskandal, obwohl nachvollziehbar. Ja, das fand ich auch merkwürdig. Da musste, wie war das, war auch so, ne? Da musste eine Giraffe eingeschläfert werden und dann wurde diese Giraffe an die Löwen verfüttert. Und da war so ein Riesenaufschrei, der war übrig, dieser Giraffenbulle oder so. Und da dachte ich so, naja, also eine Kuh dürfen wir verfüttern, aber bei einer Giraffe ist das jetzt der absolute Skandal. Das ist ja schon eigenartig. Die wollte niemand haben. Ja, irgendwie so, ne? Diese Giraffe wollte niemand haben. Das Problem war, dass die Giraffe wohl live vor Publikum und Kindern auseinandergenommen und verfüttert wurde. Muss man ja nicht so machen. Ey, sorry. Und ob man das so machen muss? Alles, was du isst, hat jemand auseinandergehackt und umgebracht. So. Also ich finde, das ist doch Teil. Der Löwe, der isst das doch auch nicht in mundgerechten Happen. Also für mich gehört zum Artenschutz auch zu verstehen, dass Raubtiere Raubtiere sind. Die rauben, leben und dann essen die das. Die sind Räuber. Also das finde ich jetzt, die muss man ja nicht überblutig gestalten, aber weiß ich nicht. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich natürlich. Also das würde ich ehrlich gesagt schwieriger finden, wenn man dann sagt, ja, wir haben die Giraffe mal in so Cake-Pop Form gemacht und die verfüttern wir jetzt in lustigen Spielmechanismen an unsere Löwen, damit das nicht so blutig aussieht. Löwen sind keine Kuscheltiere. Die sollten nicht im Zoo liegen, damit wir die niedlich finden, sondern damit wir die faszinierend finden. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ich möchte mir das nicht angucken, aber dann soll man sich das nicht angucken. Aber da habe ich das vielleicht, da bin ich vielleicht auch einfach nicht. Also kann auch sein, dass ich da einfach gerade nicht differenziert genug bin, weil ich, was das betrifft, eben sehr befangen bin. Weil ich ja auch sage, ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich mag nicht gerne totes Huhn anfassen, aber ich esse Hühnchen. Oder ich esse keine Kaninchen, weil die niedlich sind, aber ich esse Schweine. So. Also das sind alles so Dinge, mit denen ich einfach schwer klarkomme, weil ich eben sage, ey, ich finde halt, man muss sich bewusst sein, dass alles, was man, wenn man das isst und das getötet wurde, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, dass das für einen gestorben ist. So, das ist halt gestorben. Und dann wurde das klein gehackt, dieses Tier, in Stücke gerissen und dann essen wir das. So, und das formuliere ich als Nicht-Vegetarier so. Ich versuche das nicht eklig klingen zu lassen, aber das passiert ja eben in der Realität. Und das macht dann eben auch so ein Löwe so, die in das Lebende ins Gehege bringen sollen. Ich finde ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen was anderes ist, weil ich glaube, dass Lebewesen anderen Lebewesen zum Fraß vorwerfen, das ist auch was, mit dem ich nur sehr, sehr schwierig mich anfreunden kann. In der freien Wildbahn ist es, glaube ich, noch was anderes, aber bewusst ein Lebewesen ohne Chance auf Flucht in den Raum von einem anderen Lebewesen bringen, so, und das dann umbringen lassen, so, das ist schon hart. Aber das, boah, kann man auch eine andere Position wahrscheinlich zu haben, so. Genau, ich weiß, in Deutschland ist Lebendverfütterung komplett verboten, ne? Hat was von Gladiatorenkämpfen. Ist halt so schwierig, ne? Weil das natürlich, das hat so einen Beigeschmack von, man macht das zur Unterhaltung. Aber wenn ich, keine Ahnung, auch wenn ich nicht finde, dass jemand eine Schlange zu Hause haben muss, so sagen wir, du hast eine Schlange zu Hause, dann darfst du, glaube ich, soweit ich weiß, man darf in Deutschland, glaube ich, gar keine, ne? Manche Schlangen essen aber nun mal keine toten Mäuse. Nochmal, aber das ist ja wichtig, das ist, soweit ich weiß, komplett illegal, oder? Du darfst an deine Schlange keine lebenden Mäuse verfüttern, oder? Lebendfütterung ist ja, ich google das jetzt mal eben, weil es einfach Lebendfütterung, ich weiß nur aus dem Angeln, du darfst nicht mal, darfst nicht mit lebenden Köderfischen angeln. Lebendfütterung in Deutschland. Sei Dank gilt in Deutschland das Tierschutzgesetz. Generell die Lebensfütterung hier zwar nicht verboten, aber es verstößt gegen das Tierschutzgesetz nach dem Paragraphen 1. Demnach darf einem Tier ohne vernünftigen Grund keine Schmerzen, Leiden oder Schaden zugefügt werden. Das heißt, es ist schwierig. Also es ist schon nicht so ganz klar scheinbar geregelt. Also hier wird auch gesagt, die Antwort ist Jein. Lebende Wirbeltiere dürfen nach Artikel 4 Absatz 3 Tierschutzverordnung. Lebende Wirbeltiere dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen als Futter für Terrarientiere verwendet werden. So dürfen etwa Mäuse und Ratten nur dann lebend verfüttert werden, wenn die Schlange normales Fang- und Tötungsverhalten zeigt und der Halter den Nachweis erbringt, dass ihre Ernährung nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Lebende Futtertiere für Wildtiere dürfen zudem noch dann verwendet werden, wenn das Wildtier mit dem Beutetier im gleichen Gehege gehalten wird. Biotophaltung. Das macht natürlich auch irgendwie Sinn. In diesem Fall muss das Gehege auch für das Beutetier artgerecht eingerichtet sein. Das heißt, die Strukturierung mit beispielsweise Versteck- und Klettermöglichkeiten sollte gegeben sein, sodass sich die Tiere bei Bedarf aus dem Weg gehen können. Das ist natürlich immer noch trotzdem ein bisschen schwierig. Also ja, es ist erlaubt.
man darf scheinbar mit Begründung das verfüttern. Vernünftig ist auch nicht gerade eindeutig. Ja, schon jetzt wäre natürlich für mich jetzt auch schwer zu belegen, warum jetzt jemand nicht dann seine Schlange so füttern sollen dürfte. Ne? Ich darf aber schon noch mit Regenwürmern angeln. Eigentlich ist es doch auch so, dass man die töten muss, bevor man die auf den Haken zieht, oder? Ist das nicht so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Es gibt das auch, dass man die sediert vorher. Regenwürmer sind doch keine Wirbeltiere. Guter Punkt, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Man darf halt keine Show für Publikum draus machen. Ja. Also, wie gesagt, ist, ne, wenn ihr eine Schlange zu Hause haben wollt, steht euch das nach jedem Recht und Gesetz in Deutschland frei, solange das eine Schlange ist, die man legal halten darf. Ich persönlich finde nicht, dass das jetzt sein muss. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Das könnt ihr ja völlig anders sehen. Gilt die nur für Wirbeltiere? Hier stand eben nur für Wirbeltiere. Kann natürlich sein, lebende Wirbeltiere dürfen nur in begründeten Ausnahmen. Ja, scheinbar nur Wirbeltiere dürfen. Aber es gibt dann ja auch nochmal andere Regelungen. Also beim Angeln, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mal wieder geändert wurde, aber soweit ich weiß, darfst du in Deutschland keine lebenden Köderfische verwenden. Also darfst nicht einen lebenden Fisch auf deinen Haken aufziehen und den dann rumschwimmen lassen. Das war zumindest damals nicht mehr erlaubt. Fische sind Wirbeltiere. Ja, stimmt. Ah, guter Punkt, ja. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe es jetzt tatsächlich mit Säugetieren gleichgesetzt, was natürlich Quatsch ist. War nicht die Rede davon, dass ein Nachweis erbracht werden muss bei der Fütterung, erbracht werden muss, dass die Fütterung nicht anders möglich ist. Damit würden doch die allermeisten rausfallen. Ja, weiß ich nicht. Ist natürlich, also, ich meine, was ist der Nachweis? Wenn ich jetzt sage, Schwuppi, ne, wie heißt so eine Schlange? Die sind ja immer alle super witzig, so. Schlangenhalter, dann denkst du ja so, Wilhelm oder so. Wilhelm, die Schlange, die isst halt nicht, wenn das tot ist, so. Und das ist ja Nachweis genug scheinbar, oder? Karl, Hamlet. Hamlet, die Schlange. Ist ja auch egal. Deine Schlange, die isst halt nicht. So, wenn das reicht doch wahrscheinlich als Nachweis, oder? Also ist ja, dann wäre ja eine Ernährung nicht anders möglich. Anaconda. Flitzi. Flitzi, die Schlange.